So, da sind wir wieder zurück aus der dann doch etwas längeren Pause, die wir hier gerade mal gebraucht haben. Denn die Jungs von Loop und von E-Wave, die haben ganz schön lang gebraucht mit ihrem Match, denn die haben sich auf Oricon auch bis ans Äußerste bekämpft. Da ist das Ergebnis nämlich 6 zu 8 ausgegangen für E-Wave. Das heißt, wir sehen jetzt im letzten Match heute, denn es ist nur noch das Finale hier, die Jungs von E-Wave gegen, was wir vorhin schon gesehen haben, Fallen 5. Und der Mapman kommt schon reingeflogen und Milli ist auch wieder da und der darf jetzt mal erzählen, wo es denn hingeht. Ja, mit den Mapbans. Einmal Foreign 5 hat sich Café, Theme Park und Oregon rausgebannt. E-Wave hingegen Coastline, Consulate und Villa. Und damit gehen wir, wie auch in der Map zuvor oder dem Match zuvor, auf Clubhouse. Das heißt, wir sehen ein Foreign 5 wieder auf Clubhouse und wir dürfen jetzt mal schauen, was E-Wave zu bieten hat auf Clubhouse, um eben dieses doch eben recht dominante Foreign 5 von ihrer Map zu treten. Da bin ich mal sehr gespannt. Also, ich glaube auch, dass wir ein sehr, sehr, sehr spannendes Matchup haben eben. Ich meine, E-Wave sollte jedem, der heute jetzt gerade hier ist, ein Begriff sein. Nicht nur die Organisation an sich, die ja auch schon sehr lange dabei ist, sondern auch mit dem Lineup, mit dem sie zurzeit spielen. Sehr, sehr starkes Team. Schon mehr als einmal bewiesen, dass sie definitiv hier was erreichen können. Und Foreign 5, da brauchen wir uns gar nicht lange zurückerinnern. Die haben eben auf dem letzten Map, was sie hier gezeigt haben, gegen, oh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr auswendig, Gegen die gegen Candy die Candy Boys. Boys, genau. Also ein Mixteam aus Blue Jays und ehemaligen B-Spots zum Beispiel. Sehr starkes Match gezeigt und deswegen glaube ich, dass wir ein sehr gutes Finale haben. Und Bock habe ich. Da gehe ich auch von aus. E-Wave hat ja, wie gesagt, das war knapp gegen Loop. Allerdings hat Loop vorhin ja auch schon knapp gegen Project Black X gewonnen. E-Wave hingegen relativ deutlich gegen die Goldfische gewonnen. Mit relativ deutlich meine ich 7-0. Foreign 5 hat 7-0 auch gewonnen gegen Trillux. Und dann haben wir gerade eben gesehen, das war auch eine relativ deutliche Geschichte gegen die Candy Boys. Und die sind heute definitiv stark unterwegs. Aber E-Wave wird jetzt sicherlich auch nochmal ein Wörtchen mitzureden haben. Da gehe ich ganz stark davon aus. Und dann gucken wir mal, ob das auch so eine knappe Geschichte wird, wie zwischen Loop und E-Wave und Loop und Project Black X oder ob vielleicht Fallen 5 heute einfach so gut drauf ist, dass sie sagen, ach, Clubhouse haben wir doch vorhin schon gemacht, wir nehmen das nochmal mit. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was nachher rauskommt und wer hier dieses King of the Hill gewinnt und sich damit ja, für die nächsten King of the Hills zumindest schon mal an die Spitze setzt. Denn letztes Mal war es Loop. Die sind gerade eben rausgeflogen. E-Wave hat tatsächlich den King of the Hill 26 gewonnen. Und dann gucken wir mal, wer der Nächste hier ist. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Match, in unser Finale. Clubhouse soll es nochmal sein. Jawohl. Meine Lieblingsmap. Mit Abstand meine Lieblingsmap. Clubhouse. Also zum Spielen vor allem, ja. Ich liebe Okay. Clubhouse. War früher schon, als ich selber competitive gespielt habe, meine absolute Lieblingsmap und auch unsere beste Map eigentlich. Also das damalige Frankfurt hat man ein bisschen gefürchtet auf Clubhouse. Das ist eine Zeit, also wir waren da echt schon gut und mir gefällt sie auch bis heute immer noch sehr gut. Ich gucke sie gerne. E-Sport, egal ob Pro League oder AL2, macht mir immer mega Bock. Also mag ich. Aber Ja. die Bans sind mir immer ein bisschen zu Standard. Ja gut, da ist meistens Level. tatsächlich auf Clubhouse nicht so wahnsinnig viel Abwechslung gegen, das stimmt schon. Maverick hier war Nummer 1 und Monty finde ich dafür schon eher interessant. Ja, ist interessanter, weißt du halt, also oder kommt halt, der Bann kommt immer, wenn man weiß, dass ein Team halt mit Monty umgehen kann. Wir haben jetzt letzte Map nicht gesehen, dass Foreign 5 einen Monty viel gespielt hat. Aber vielleicht hat E-Wave da die eine oder andere Information. Aber genauso wie bei Mira kann es halt eben auch so sein, dass du dass das so ein Standardding ist. Dass du zurzeit irgendwie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen mit Monty auf der Map und deshalb nimmt man den einfach raus. Also verständlicher Bann auf dieser Map, aber ich weiß nicht, ob Foreign 5 so. Jetzt gerade eben haben sie uns einen Monty nicht so hart gezeigt. Ja, und Kite und Das Mira. ist richtig. Ja, das sind die Kollegen, Ja. die halt relativ Standard sind. Mira haben wir vorhin gesehen. Kait haben wir im ersten Match gesehen, auch wenn es eine andere Map war. Ah, das sind aber alles keine großen Überraschungen, was die Operator-Bans angeht. Und ich weiß auch gar nicht, also weil wir uns immer, also wir beschweren uns, oder ich beschwere mich immer manchmal ein bisschen, dass ich sage, ja, ich würde mal gerne andere Bans sehen und so. Ich bin aber nicht sicher, ob es viele an, also es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten und man kann das Spiel gerade jetzt auch nach so Veränderungen wie im Jäger oder so, der da irgendwie also verändert wird, dass man da irgendwie großandere Sachen machen kann. Aber natürlich haben die Teams auch recht, wenn sie sagen, hey, wir bannen einen Kaid, weil er ist einfach stark. Oder wenn sie sagen, wir bannen einen Thatcher, weil Thatcher ist einfach strong und es gibt keine gute Alternative. Wir haben zwar
Wir haben zwar eine Kali, die so ein bisschen den Thatcher ersetzen kann, aber auch die ist nicht ganz so zuverlässig, wie es der Thatcher halt einfach ist. Und das ist nun mal einfach, also die Teams haben ja definitiv schon recht mit den Operatoren, die sie bannen. Ne? Also, aber es wäre einfach sehr erfrischend, wenn man mal wieder irgendwie, wenn das irgendwie sich in eine komplett andere Richtung entwickeln würde. Und da dürfen wir sehr gespannt sein, was es nächsten Sonntag alles für Neuerungen für das kommende Jahr gibt, weil die uns so ein ganz kleines bisschen dann zeigen werden, was wir da im nächsten Jahr als Six Siege erwarten dürfen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Absolut. Also wir haben ja den letzten Six Invitational ja auch schon so einen kleinen Ausblick auf Year 6 bekommen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles mit dazu kommt. Schade ja, dass die Invitational selber nicht stattfinden können, aber natürlich in der aktuellen Situation absolut verständlich, logischerweise. Hoffen wir mal, dass man sie dann demnächst irgendwann nachholen kann. So, aber zurück zum Spiel. 4&5, die haben effektiv exakt das gleiche gemacht, was sie vorhin im Match tatsächlich auch gemacht haben. Nämlich wieder alles vertikal aufgemacht, volle Elle. Und wieder den Castle mitgenommen und Hedges aufgemacht. Und wie gesagt, einfach das gleiche, was sie vorhin schon gemacht haben. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Auch E-Wave hat entdeckt, dass man da durchaus mal durch den Tunnel gehen könnte. Aber auch da ist natürlich wieder die Castle-Barrikade am Ende des Tunnels sozusagen mit dabei. Mal gucken, ob man da sich durchbewegen möchte. Rexy guckt erstmal Richtung Storage. Der macht vielleicht da einen Hedge auf, vielleicht auch nicht. Die Frage ist, auch hier natürlich, was macht man mit den Roamern, die bei 4&5 dabei sind? Geht man die an? Lässt man die links liegen? Alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man sie angeht, sollte man allerdings fix dabei sein und nicht zu lange Zeit vertrödeln damit. Sehr verteilt E-Wave auch gerade, finde ich. Ja, ich glaube, sie versuchen hier von allen Seiten so ein bisschen ihre Möglichkeiten auszuloten und zu schauen, wie sie an die ganze Geschichte rankommen. Man hat hier Dirt-Tunnel sehr früh aufgemacht. Man weiß aber auch, dass man halt eben da mit vier Leuten gesehen wurde. Also die Kamera außen hier bei Strip war an. Das heißt, E-Wave weiß, das 4&5 weiß, dass sie zu viert da vom Dirt standen. Man hat sich dann auch nicht für einen Push entschieden. Ob das jetzt mal ob das der eigentliche Plan war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz muss man sich jetzt eben für eine von zwei Sachen entscheiden. Und bisher hat man so richtig noch keine Entscheidung getroffen, ob man von oben nach unten gehen möchte und Lurker rausholen. Aber den ersten Roamer, Rings, hat man nämlich jetzt schön rausgenommen, damit der Mozzie weg. Und dafür musste man gar nicht ins Gebäude gehen, sondern da hat man einfach den guten Angle da gehalten. Sehr schön da von Nivlak, der genau weiß, dass diese Rotation über die Mainstairs eine Möglichkeit ist, da halt den einen oder anderen eventuell rauszunehmen. Der Rest von E-Wave befindet sich jetzt im Dirt Tunnel. Die Ash Charge kommt raus, damit die Castle Wall kaputt. Aber auch darauf ist man von Seiten 4&5 vorbereitet. Dieses zwei Leute in Blue, der eine hat hier ein ganz, ganz freches Bullet Hole Richtung Blue. Sehen wir jetzt auch immer, immer öfter, dass diese Bullet Holes da Richtung Blue gespielt werden, weil es eben nochmal einen zusätzlichen Engel gibt, den man halt aus dem Dirt Tunnel selber nicht sieht. Den siehst du nicht mal, wenn du da rausrennst. Da hast du so viele Ecken, wo du hingucken musst, dass das schon echt gefährlich wird. 40 Sekunden sind jetzt noch zu spielen. Bisher ist nur ein Spieler auf Seiten 4&5 gefallen, nämlich Rings eben an den Mainstairs. E-Wave ist noch komplett. Also alle Operator da noch dabei. Zwei von E-Wave befinden sich jetzt oben an der Kitchen Hatch. Strategy mit dem Kill gegen Zoidos. Gleichzeitig aber der Drop von Lamar Kitchen Hatch, der jetzt mit dem Diffuser unter der Kitchen Hatch ist. Muss ich erstmal einen Stachel aus dem Fuß ziehen, aber dann wäre der Plant theoretisch möglich. Plant kommt down. Skarix kann dagegen erstmal nichts machen mit dem Wickel, den er hat. Und Nivlak, schöner Double Kill. Und da wird der Plant so gut abgedeckt, dass keine Möglichkeit gibt, für 4&5 da was zu machen. Aber Escape mit dem Befreiungsschlag, Double Kill gegen Lamar und gegen Owner. Und jetzt sieht das schon mal wieder halbwegs anders aus. 2-1 Situation und nichtsdestotrotz etwas aussichtlos für Escape, der sich dazu entscheidet, jetzt die Mainstairs runterzugehen, den Winkel nochmal zu verändern. Aber da wartet natürlich schon jemand, der irgendwie den Hallway da abaimt. Also auch das ist natürlich von Seiten E-Wave bekannt, dass man da rotiert. Escape versucht jetzt hier etwas über Blue, aber auch hier, das wird schwierig. 14 Sekunden noch auf der Uhr. Kriegt hier die ersten Bullets ab und dann piekt Waxy rum und holt sich den Kill gegen Escape. Sehr schöner Versuch von 4&5, die das gut runtergespielt haben bis zu einem gewissen Moment, aber auch E-Wave kann hier die Situation sehr schön für sich lösen. Viele Informationen auf ihrer Seite und ein sehr, sehr koordinierter Push am Ende Onside. Ja, was E-Wave einfach richtig gemacht hat, sie haben einfach die Situation erkannt, glaube ich, haben gesagt, okay, das machen wir nicht mit, das ist uns dann doch ein bisschen zu viel Aufwand, die da alle einzeln versuchen zu jagen. Was haben sie stattdessen gemacht? Sie haben sich, ganz wichtig war der Kill auf den Mozzie oben, der da nämlich sonst vertikal von der Kitchen Ärger gemacht hätte. Aber nachdem der raus war, hatte man die Kitchen unter Kontrolle, hat da das Hatch aufmachen können, hat da die vertikalen Engel gehabt und hat sich dann, nachdem er die Kontrolle hatte, entschieden, über ein Dirt zu pushen. Das kann man dann durchaus machen, wenn man die Kitchen mit hat.
dann Lamar, als dann die Geschichte soweit erledigt war, runtergedroppt, geplantet und dann war die Sache eigentlich erledigt. Die Kills nebenher mitgenommen. Sehr, sehr schön gemacht. Und Fallen 5 damit, ja, so ein bisschen in die Schranken gewiesen, trotz des bösen, bösen Bullet Holes von Blue aus. Aber das hat E-Wave einfach gut erkannt, gut gemacht und damit jetzt schon mal in Runde 1 die erste Attack holt. Das, finde ich, ist auf Clubhouse immer ganz viel wert. Ja, auf jeden Fall, du schiebst schon mal so ein bisschen, ja, du machst eine Ansage, ne? Und vor allem in der Offense hier die erste Runde für sich zu entscheiden, ist sehr, sehr stark. Auch wenn natürlich die Map ist Defender-Sided und durch, wir haben einen Thatcher offen, also theoretisch nicht ganz so extrem Defender-Sided, wie wenn der Thatcher noch raus wäre und die Verteidigung extrem auf Breach Deny geht. Nichtsdestotrotz, jeder Attack, die du hier natürlich auf Clubhouse holst, tut dir im Nachhinein in der Verteidigung gut, weil es ein Fehlerchen ist, den du dir mehr erlauben kannst. Und E-Wave sieht auch nicht danach aus, als würden sie hier mit einem 1-5 in den Rollswap gehen. Also da darf 4-5 definitiv, muss da mehr Gegenwert zeigen, um halt eben die ein oder andere Verteidigungsrunde noch nach Hause zu holen und hier den Rollswap, wie zu erwartet, eventuell mit einem 4-2 zu erreichen. Aber da müssen wir sehen, was passiert. Sie entscheiden sich dazu, weiter runter in Armory zu spielen. Das ist ein Call, den man machen kann, wenn man halt eben weiß, was falsch gegangen ist. Und Mozzy Rings müsste jetzt hier einfach registrieren, dass er da an einer Position gefallen ist, an der er nicht hätte fallen dürfen. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, definitiv. Wobei, es ist immer schwierig, wenn du da mit dem C4 in der Hand stehst, weil du hättest jetzt eventuell dein C4 verloren, ne? Wenn du es in die Hand nimmst und wirst, die Ash Charge kommt raus und so. Also, gute Entscheidung, da das C4 dann doch nicht zu werfen, aber wenn du das an der Hedge da gut spielst, wenn du vielleicht ein paar Kugeln reinschießt, dass du mehr Sound bekommst, dann kannst du da schon einen Sneaky Kill holen. Vor allem, wenn ein Sledge oder irgendwer mit einer Breaching Charge versucht, es aufzumachen. So, was man merkt, Fallen 5, sie spielt im Wesentlichen die gleiche Defense nochmal, aber man hat diesmal den Mozzy oben nicht ganz alleine gelassen, sondern noch jemanden zur Unterstützung mit dazugegeben. Also man probiert auch so ein bisschen, glaube ich, bei E-Wave gerade aus, was kann man machen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, wo kann man an Kleinigkeiten noch drehen, an Stellschrauben, die man vielleicht braucht, damit die Strategie so funktioniert, wie man das gerne hätte. Mal sehen, ob es klappt. Scarex kriegt jetzt erstmal Säulers, das ist hier unten schon mal der erste Kill vom Legion. Ich weiß gar nicht, wo der den gekriegt hat. Wahrscheinlich Richtung Mainstairs, vermute ich. Nee, vertikal. Okay, I see. Der sitzt da, liegt da oben in der Kitchen, die Leiche. Also wird es das wahrscheinlich gewesen sein. Jetzt versucht man wieder über Dirt reinzugehen. Da sind wieder Bullet Holes mit am Start und einen kriegt er, den zweiten setzt er injured. Das ist halt, ne? Waxy kriegt Scarex. Aber trotz dessen, dass man da die Kills gekriegt hat, ist E-Wave hier on spot. Allerdings nur noch mit zwei Lebenden und einem Injured-Kollegen. Das wird nicht einfach. Rings, genau, der kommt jetzt nämlich nach unten. Und ja, dann ist noch einer in der Kitchen oben, der rumrotiert ist. Dann kann ein E-Wave da unten zu zweit auch nichts mehr machen. Hat auf jeden Fall aus Fallen 5 Sicht wesentlich besser funktioniert. Trotzdem, und das muss man auch sagen, ist E-Wave aber bis unten an den Spot hingekommen. Ja, und sogar Onspot, auch wenn Mistrality da wirklich ein ganz, ganz, ganz böses Spiel treibt mit seinen Bullet Holes in Blue. Nicht nur Richtung Dirt Tunnel, sondern wir haben auch auf der letzten Map gesehen, dass er eben auch von da aus sehr stark eben die Moto-Hedge anspielen kann und Church. Also der spielt definitiv schon länger da in Blue, weiß genau, was er zu tun hat. Das ist auch schwieriger, also definitiv grundsätzlich erstmal ein sehr starker Spieler. Auch in den letzten Wochen im Ligabetrieb schon gezeigt, dass er immer. Also er zeigt seine Leistung halt on Matchday auf jeden Fall. Und heute Abend hat er auch Bock, spielt das sehr gut runter. Und eine verdiente erste Runde für Fallen 5. Und ich finde es schön, dass sie die jetzt gewonnen haben, ihre Fehler ausgemerzt haben und die Runde jetzt geholt haben. Und hier sieht man zweiter Spot Jim Bedroom. Ebenfalls eine Kopie aus der letzten Runde. Sie haben auch hier die Offside als zweites gewählt. Scheinbar nicht ganz so confident, was ihre Verteidigung in Cash und CC angeht. Aber das ist auch so ein bisschen verständlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist eine Side, Cash, CC, da hat jedes Team irgendwie so viele Strategien gegen, dass man mit einer guten Verteidigung auf Jim vielleicht besser fühlt, oder? Finde ich schwer zu sagen, aber grundsätzlich finde ich auch, dass Jim Bedroom gar kein schlechter Spot zu verteidigen ist, wenn du das anständig anstellst. Das Problem ist bei Jim im Vergleich zu CCTV und Cash, einfach, dass du effektiv von mehr Seiten angreifbar bist. Du hast bei Jim halt, wenn die Jacuzzi-Wall offen ist und du einen draußen stehen hast, dann ist es halt einfach super, super schwer. Du kannst Jim nicht direkt selber verteidigen. Master Bedroom ist auch aus Master Bedroom raus selber auch nicht einfach zu verteidigen. Das ist das Problem, was ich sehe. Wohingegen bei CCTV und Cash
CC ist auch schwer, On-Spot zu verteidigen, aber bei Cash kann man ganz gut sitzen als Verteidiger und die Zeit dann für sich auch so ein bisschen arbeiten lassen. Das ist, glaube ich, so der springende Unterschied zwischen den beiden Spots da oben. Aber beides ganz gut zu verteidigen und Jim definitiv auch. Und Fallen 5 hat ja vorhin im Match auch gezeigt, dass sie das durchaus gut können. Ja, definitiv. E-Wave ist hier aber um einiges schneller am Jacuzzi Breach. Der ist nämlich jetzt inzwischen schon offen. Foreign 5 hat diesmal auch hier mit einem Bandit dagegen gespielt. Also zumindest waren die Bandit Charges angelegt. Einen Active Bandit haben wir nicht gesehen, aber das haben sie auch eben nicht großartig versucht. Für sie ist es scheinbar nicht so wichtig, diese Wand zuzuhalten, sondern halt eben alles, was danach passiert, zu verhindern. The Strategy versucht jetzt hier ganz frech, jemanden am Gym Window zu ziehen. Prefires kommen raus, aber da guckt keiner von E-Wave irgendwie da so richtig rein. Und das ist auch klug, weil je mehr Leute du verlierst, umso besser wird es natürlich für Foreign 5, die jetzt dann die Möglichkeit haben, diese Site Stück für Stück runterzuspielen. Auch über die Site, über CC-Site nähert man sich so ein ganz kleines bisschen. Also der Angle zum CC-Window ist zumindest auf. Das heißt, die Angreifer, die vor den Windows stehen, können relativ safe da stehen und müssen sich keine Sorgen darum machen, dass sie eben von dem CC-Window aus gepiekt werden, weil da jemand das Ganze hält. Lamar ist jetzt hier schon vor dem Badezimmer und versucht da so langsam on-site zu schleichen. Wahnsinniges Brett von System gegen Niflag. Soldos kann Mistralty rausnehmen und dann geht's auf einmal ganz schnell. Soldos mit dem Double Kill. Diffuser ist jetzt in Gym, wird geplantet. Soldos fällt dann aber und Escape kann hier den Plant verhindern. Sehr schöner Double Kill von ihm. Gutes Positioning da, dass er da sich nicht zum Fenster hin zeigt, aber trotzdem den Diffuser bekommt. Und damit 2-3 Situation. Waxy vom Gym Window. Muss jetzt langsam eine Lösung suchen. Er und Auna müssen was machen. Eine Minute ist noch zu spielen, also Zeit haben sie definitiv noch. Die Hibana bisher nicht ganz im Spiel gewesen. Ihre Aufgabe war es halt, sich vor CC zu befinden und das Fenster zu halten. Jetzt muss er ein bisschen aktiver spielen, der Auna. Schön, wie sie da zusammenspielen, aber der Headshot von Rings an Waxy und dann noch den Kill auf Auna zu ziehen, stark gespielt. Ja, netter Versuch von E-Wave, netter Versuch über Jacuzzi reinzugehen. Aber erstmal, das Brett von System war auch nicht von schlechten Eltern. Und dann ist man da zu zweit zwar on-spot gewesen, allerdings das Problem war, nachdem System hinten dran weg war, hat man effektiv da hinten seine Absicherung Richtung Jacuzzi, Richtung Hallway, Richtung Stairs verloren. Das heißt, man konnte da als Fallen 5, ich weiß nicht, wer es gewesen ist, der rumrotiert ist, ich glaube, Escape war es, und dann halt einfach auf Jim von hinten halt Ärger machen, den Plant da nochmal hinein. Ja, und dann liegt halt der Diffuser alleine da on-spot auf Jim. Das ist halt eher suboptimal. Ja, dann bist du auch noch das Zweite, musst dann irgendwas zusammen versuchen. Und dann, Owner war eh drüben in CCTV schon drin und ist man halt nochmal rumrotiert, aber dann hat der gute Rings gesagt, die zwei, die gehören mir. Schade. Gut gedacht von E-Wave. Es hat nur nicht funktioniert, insbesondere weil halt bei Jacuzzi hinten die Absicherung weggefallen ist und man deswegen halt den Plan absolut nicht mehr covern konnte. Escape hat sich da ganz frech über den Hallway halt genähert und vom Fenster hat man dann irgendwie dann doch nicht so ganz den Angle bekommen. Also ja, er hat zwar Damage gefressen und wäre auch fast umgefallen. Ich glaube, der hatte noch so schätzungsweise so um die 15, vielleicht 10 HP. Aber dann ist halt der Plan-Spot ein bisschen unglücklich. Also ist kein unglücklicher Plan-Spot, aber er ist halt in der Situation dann ein bisschen unglücklich, weil man halt sich ein bisschen zu weit Richtung Hallway halt zeigt und da stand halt dann nun mal einfach der Vamai. Ja, ich glaube, wenn der Plan durchgegangen wäre, hätte das durchaus nochmal anders ausgehen können. Weil dann hätte man wahrscheinlich zurückrotieren müssen bei Foreign 5, auch von CCTV Cache die Ecke. Gut aufgepasst. Schön gemacht von Auna. Netter Versuch von System. Und um den Gedanken nochmal schnell zu Ende zu führen. Ich glaube, dann hätte man ein bisschen zurückrotieren müssen bei Foreign 5, wieder Richtung Spot zurück. Und dann hätte Auna vielleicht hinten über CCTV auch ein bisschen mehr zu sagen gehabt. Aber das ist natürlich an der Stelle die Spekulation, das muss man auch dazu sagen. Escape versucht hier ganz sneaky in den Angle zu finden, Richtung Mainstairs, wo nämlich die Ash eben versucht, den Bandit von unten zu denen. Wir bekommen auch mit, dass nebenher die Wall jetzt offen ist, also die Außenwand Richtung CC ist jetzt offen. Wichtig, dass das sehr früh passiert, weil das natürlich einmal verhindert, dass Leute aus Garage wieder zurückrotieren. Man hat also noch einen zusätzlichen Angle auf denjenigen, der Catwalk spielt. In dem Fall hier ist das Mistrality, der da mit dem Legion oben sitzt. Und halt eben von der anderen Seite kann man auch nicht wieder in Garage rotieren. Das heißt, wenn jetzt der Garage-Spieler fällt, dann ist das für E-Wave eine recht gute Position, mit der sie spielen können. Sie können Kontrolle über Garage
halt nehmen und von da aus ein Plant aufbauen. Zwei Leute befinden sich jetzt hier bereits im Lounge. Das ist einmal Waxy und zusätzlich auch noch Zeudos, die jetzt hier Escape ein bisschen gefährlich werden. Sie bauen hier sehr schön von allen Seiten so ein bisschen Druck auf. Ich bin jetzt mal gespannt, wo sie jetzt dann tatsächlich einen Execute ansetzen. Mistrality jetzt mit dem Kill gegen Owner, das heißt an Garage scheitern sie erstmal, weil da eben dieser Catwalk-Spieler sehr, sehr viel Arbeit leistet. Und er kann dann den zweiten Kill aber auf Garage doch nicht holen, aber das wäre auch richtig schwierig geworden. In der Zwischenzeit nicht nur der Kill auf Mistrality gefallen, sondern Waxy hat gleichzeitig auch noch Escape rausgeholt und damit jetzt 2-4 Situation. E-Wave definitiv im Vorteil hier. Und das ist nicht die Zeit für Foreign Fight, glaube ich. Nee, das wird jetzt auch echt nicht einfach, mit zwei Mann das hier zu verteidigen. Rings lebt ja auch ganz gefährlich, weil der hat da möglicherweise zwei Engel. Ja, und da ist es auch schon vorbei. Zeudos findet hier den Kopf von Rings. Und damit Skarix hier alleine, der ist in Cash selber natürlich noch drin. Aber jetzt kann man natürlich, man hat die Garage, wird da einfach reingehen, kann natürlich blätten. Ja, das C4, das fliegt jetzt erstmal noch ins Leere. Man wartet da auch noch in Ruhe ab. Ja, und dann kommt man hier nochmal die Easters auf bis zum Plant. Ist man gar nicht erst mit dabei. Und damit ist es die zweite Runde hier auf dem, der zweite Punkt, so rum, für E-Wave. Und die haben damit jetzt effektiv ihren Soll für die erste Hälfte mehr oder weniger schon erfüllt. Denn zwei Punkte braucht man in Attack mindestens. Alles, was jetzt dazu kommt, sind, wie man immer so schön sagt, wie Comfort Points, die man gerne mitnimmt in die zweite Hälfte, wenn man dann verteidigen darf. Bonus. Comfort. Wie auch immer. Kannst du gerne auch anders nennen, das ist kein Problem. Bleib dir frei. Begriffe gibt es dafür bestimmt viele. Wir können das ja mal gerne sammeln im Chat nebenher. Was gibt es da noch für alles, für Möglichkeiten? Aber nichtsdestotrotz ist das nun mal einfach offensichtlich nicht Foreign Fives Side. Die können, also sie haben heute uns öfter schon gezeigt, dass sie auf CC und Cash Probleme mit der Verteidigung haben. Hingegen sind sie auf den anderen beiden Sides halt sehr erfolgreich. So darfst du natürlich gerne auch einen Schwachpunkt haben an der Map. Es ist halt etwas ungewöhnlich, dass du die vermeintlich beste oder zweitbeste halt öfter verlierst als die Offside, aber das ist ja ihnen offen gelassen. Also das dürfen sie natürlich machen, wie sie wollen. Und ihre Strategien auf den anderen beiden sind halt solide. Die haben auch bisher ganz gut funktioniert. In diesem Map schlechter als auf der letzten, weil sie jetzt hier halt auch einmal unten verloren haben, aber gut adaptiert. Und da haben sie auch jetzt nochmal die Möglichkeit zu. Einmal unten zu verteidigen. Statistisch gesehen, zumindest auf den letzten beiden Maps, ist das ihre beste Side. Das heißt, sie haben jetzt hier die Möglichkeit, auch nochmal Punkte zu holen. Und dann können sie wieder in Gym Bedroom. Also auch sie sind noch nicht entfernt von dem optimalen 2-4-Ding, worüber wir immer reden. Aber da möchte natürlich E-Wave eSport was dagegen machen. Und das ist jetzt auch so die Runde, wo man nochmal was probieren kann. Das ist schade, das ist ein guter Versuch, aber das ist halt dieses kleine Fenster, was du da hast, wenn da einer vorbeiläuft, ist echt sehr, sehr gering. Nichtsdestotrotz war das Cross-Replacement von Mistrality der Situation sehr, sehr gut. Er befindet sich hier in Garage, ist jetzt Catwalk gedroppt, ist jetzt unten bei Bike und Waxy kriegt auch den ersten Angle auf ihn. Damit ist die Position von ihm natürlich sehr ungünstig da an der Wand, die nicht reinforced ist. Lamar setzt ein paar Shots rein und Waxy kann sich dann Mistrality letztendlich holen und damit ist der starke Spieler sehr, sehr früh in der Runde schon weg. Und das ist natürlich ärgerlich, aber ja, der Garage Entry ist hier sehr gut geglückt hier für E-Wave eSport. Ja, war mir da gerade auch nicht sicher, ob ich vielleicht da an der Stelle ein bisschen zu viel wollte. Das System kommt jetzt nochmal ums Eck und landet hier mit der SMG einen schönen Headshot an, den guten, in den Flag. Also ganz raus ist man bei Foreign Five hier oben noch nicht. Und jede Sekunde, die man hier oben E-Wave abnimmt, haben sie nachher weniger Zeit unten. Rings, der ist auch noch dabei. Erwischt nämlich den guten Owner. Wir haben gerade nicht gesehen, wo. Aber damit die Hibana raus. Das ist einer der zwei Heartbreacher, die man dabei hat. Das wird dann mit Hatches schon wieder eine schwierigere Angelegenheit jetzt. Man sucht hier System immer noch. Ich glaube, man hat hier tatsächlich nicht genau die Info, wo er denn ist, dass er hier auf den East-Stairs sitzt. Und das könnte möglicherweise nochmal ein Problem werden für E-Wave, wenn der da nochmal aus seinem Eck hinten wieder rauskommt und dann nochmal Ärger sagt und sagt, hallo, hier bin ich und sich hier vielleicht sogar noch ein oder zwei Leute mitnehmen kann. Droppt jetzt nochmal runter, vielleicht denkt man auch, das hat sich hier erledigt. System Lamar ist sich dessen vielleicht, das könnte böse werden für Lamar. Andererseits, die Geschichten gehen halt auch immer in zwei Richtungen, also kommt da ein bisschen auch aufs Timing drauf an. System hat da oben jetzt sehr viel Potenzial auf den E-Stairs, also er kann definitiv einen Big Play reißen, wenn er denn die richtige Situation wählt. Und das Zuncher nimmt Lamar raus mit dem Diffuser auf den E-Stairs und das ist für E-Wave
mit 40 Sekunden zu spielen oder 45 Sekunden natürlich eine schwere Situation. Sie müssen sich jetzt entscheiden, gehen wir auf Kill oder versuchen wir den Diffuser zu holen. Sieht danach aus, als würden sie sich doch noch einen Koffer organisieren wollen. Es ist aber auch eine 2-4 Situation. Das System kann inzwischen überall sein, befindet sich aber immer noch auf den E-Stairs. C4 kommt raus, er piekt auf das C4 rum, sehr schön gespielt. Double Kill von System, insane, Wahnsinn. Richtig schön gemacht. Mit der Shotgun haut er da nochmal zwei Dinger raus. Wunderschönes C4-Bait, aber vom Feinsten da gerade für System. Wahnsinn. Und dann holt er da. Also, die Runde, wir wissen, auf wessen Konto die geht. Definitiv. Sich schön überdrohen lassen, beziehungsweise ich fand auch, dass E-Wave ein ganz kleines bisschen wenig gedroht hat da oben. Mhm. Also, die Ashe, man hat es gesehen, Waxy wusste genau, dass er da ist, weil er hat da nun mal eben einen Kill geholt und man ist dann nicht auf Nummer sicher gegangen und hat gesagt, hey, wir drohen da oben nochmal aus. Und die Ashe hat auch sehr viel gefacecheckt oben in Cache, in Construction und immer in jede Ecke geguckt, weil halt eben kein Drohnensupport da war. Was natürlich dazu führt, dass du so jemanden nicht auf dem Schirm hast. Und der ist dann auch, das ist immer so, wenn du einen überdrohnst oder du es irgendwie jemanden. Also nicht drohnst oder überdrohnst, dann wird der immer in den letzten Sekunden der nervige Gegenspieler, der dir irgendwie einen wichtigen Spieler rauszieht oder dich halt genau in der Situation flankt, in der du nicht aufpasst. Und das war auch ein bisschen nachlässig von E-Wave, dass sie halt eben nicht geschaut haben, wo ist System noch und ist er runterrotiert oder noch oben. Ja, und System muss man auch hoch anrechnen, die Geduld auch zu haben, da zu warten, nicht zu sagen, ich piek jetzt, wenn es gerade irgendwie blöd kommt oder so, sondern auf die Gelegenheit zu warten. Er hat den unten sicherlich gehört, als er dann die Treppen hochkam und dann in dem Moment gewartet, schönes Spiel von ihm, dann den Kill gezogen, ja, und dann kann er natürlich da mit dem Diffuser weiß, okay, die anderen müssen entweder zu ihm kommen oder gehen nach unten, wenn sie unten lang gehen, dann wird das sicherlich gecallt vom Team, aber so, und dann ein wunderschöner Bait mit dem C4, also guck mal, jetzt besser kann man's aus System nicht mehr. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt, aber ist diesmal richtig gedroht worden. Ja. Muss ich ja gleich mal wieder verziehen. Kein Schaden angerichtet, aber nichtsdestotrotz, ein Versuch war es wert für System, glaube ich. Und weit weg ist er nicht. Also nur weil er jetzt den Spawn-Peak abgebrochen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er sich auch hier groß wegbewegt. Aber diesmal droht E-Wave, so wie es aussieht, ganz anständig. Das will ich jedenfalls hoffen. Ja, E-Wave ist ein Team, die definitiv. Als der Diffuser gedroppt wurde auf den E-Stairs, wusste E-Wave, was der Fehler an der ganzen Geschichte war. Und das werden sie diese Runde auch besser machen. Also die Drohnenarbeit wird ein bisschen intensiver werden. Und also Foreign 5 muss hier aufpassen, dass eben sowas wird nicht nochmal so funktionieren können. Zumindest nicht in der nächsten Runde. Und das ist ja auch die letzte, in der sich Foreign 5 noch in der Defense befindet. Sie sind oben im Gym Bedroom unterwegs. Eine Site, die sie eben schon mal gewonnen haben. Durch ein sehr, sehr starkes Spiel von dem Escape, der halt den Diffuser eben dann doch bekommen hat, der den Plant unterbrochen hat. Also auch das ist eine Sache, die passiert einmal und dann vielleicht nicht nochmal. Also wenn E-Wave das jetzt hier besser runterspielt, dann sollten sie in der Lage sein, die Runde zu holen. Aber es sind auch schon anderthalb Minuten rum und es ist noch kein Verteidiger gefangen. Und besonders viel Kontrolle hat man auf Seiten von E-Wave auch nicht. Die Drohnenarbeit ist zwar jetzt sehr, sehr gut, aber das bringt dir auch nichts, wenn du darauf nichts kapitalisieren kannst. Breach geht jetzt weiter auf, wechselt draußen am Gym-Window. Wichtige Position, auch Owner hält ihn da sehr schön. Das heißt, er braucht sich keine Gedanken über das CC-Window machen und arbeitet so ein bisschen on-site rum, macht sich hier ein bisschen mehr Löcher auf, um bessere Winkel zu bekommen. In der Zwischenzeit soll das jetzt am Breach. Wir haben eben gesehen, dass das so ein bisschen der Erste ist, der da on-site versucht, was zu machen, über Gym rotiert und eben die Kills zu ziehen. Bisher traut er sich noch nicht so ganz rein. Jetzt wird's für Rings hier gefährlich. Owner ist nämlich auf Jagd sozusagen. Aber die Zeit wird jetzt langsam echt knapp. Man muss die Balance finden zwischen Drohnen und dann halt auch was anfangen mit der Info, die man hat. Denn zu viel Zeit verplempern ist auch nicht gut. Sehr schönes Zeitfenster da von Rings gerade genutzt, um zurückzurotieren. Denn es ist zwar drüben die Seite clear, aber man hat sehr, sehr viel Zeit auch durchaus gekauft. Jetzt geht's natürlich los. Mistrati kriegt Säulers. Lama kriegt Mistrati System mit dem C4 von unten und kriegt Waxy auch noch. Die Position hier unten hätte eigentlich bekannt sein müssen für E-Wave. Aber Owner macht nochmal Double Kill raus. Das heißt, jetzt muss er auch zurückrotieren, der gute System. Escape ist effektiv im Moment für den Augenblick alleine und man ist jetzt hier on spot. Die Frage ist, kriegt man den Plan durch? Wo liegt der Diffuser überhaupt? Ah ja, im Hallway, okay. Oh, und wer liegt, der siegt, heißt immer so schön. Owner kriegt seinen dritten und den vierten auch noch hinterher. Ja, guten Morgen.
Ich wollte Owner. Das eben mal kurz ansprechen, dass Owner einfach, also er hat diesmal etwas gemacht, was er letzte Runde ein bisschen vernachlässigt hat, nämlich, ich nenne es immer so schön, die Schlinge zuziehen von Cash. Mhm. Er war eben in der Situation, dass er beinahe auf sich alleine, gut, er hatte noch einen Teammate, Waxy, der vor den Windows stand und noch was machen konnte, aber eben war Owner so ein bisschen alleine gelassen, weil seine Teammates sind beim Plan-Versuch leider alle verstorben. Das passiert und das war nicht unbedingt schlecht gespielt von E-Wave in dem Moment, aber er hatte halt auf diesen Plan keinen Impact in dem Moment. Also kannst du von da eigentlich auch nur haben, wenn du halt langsam dich über Cash näherst, um die ganzen aufgescheuchten Verteidiger dann eventuell abzupflücken, die sich halt darauf konzentrieren, den Plan zu verhindern. Und das hat er definitiv jetzt besser gemacht. Dass er zeittechnisch eine Situation abgepasst hat, wo er sagen kann, hey, ich gehe in Cash rein oder vielleicht in CC, versuche irgendwie da in Construction noch ein bisschen zusätzlichen Stress zu machen. Und er wurde dadurch jetzt mit einem Quadkill war es von seiner Seite einfach belohnt. Und das ist eine gute Adaption gewesen. Das hat er gut realisiert, dass das letztes Mal ein bisschen gefehlt hat von seiner Seite. Und dann hat er dazu also Druck gemacht und das war gut. Jetzt ist E-Wave in der Defense. Rose Swap 3-3, alles in Ordnung eigentlich noch. Also eine Sache, die darf auf Clubhaus gerne mal passieren. E-Wave hat hier einen Punkt mehr, als man von ihnen erwarten würde. Aber E-Wave, gutes Team. Foreign 5 hat hier keine großen Fehler gemacht, sondern es spielen einfach beide Teams hier sehr, sehr stark. Und das zeigt sich auch im Ergebnis. Es steht nämlich jetzt 3-3. E-Wave geht als erstes hoch in Cash und CC. Für viele Leute ist das die beste Side. Man sieht hier, die Valkyrie-Cams gehen raus in diesen Baum. Das ist eine sehr schöne Valkyrie-Cam, gefällt mir sehr gut. Gibt dir sehr viele Informationen über das, was vor der Garage passiert, wo ja relativ viel auch abgeht, wo Leute halt auch teilweise reingehen in Garage, unten am Bike oder bei Potter, um halt eben denjenigen auf Catwalk rauszuziehen. Oder du siehst halt alle, die vorm CC-Window irgendwie arbeiten. Und auch das ist eine relativ häufige oder gute Position, von der du halt was machen kannst. Und auch da sieht man öfter mal Leute einfach reinspringen. Also definitiv eine verständliche Cam. So, jetzt Foreign 5 hier in der Position vor CC Outside Wall, um halt eben auf den Breach zu gehen. Sie haben einen Bandit dabei und einen Thatcher dabei. Und ein Thatcher und einen Ace in Kombination sind sehr schwierig zu tricken. Da muss man sich ein bisschen mit Glück für die richtige Seite entscheiden, um da die Wand halt zuzuhalten. Und das gelingt hier auch E-Wave gerade nicht. Niflack ist injured, also der Bandit hat zwar versucht, was zu tun, ist aber dabei grandios gescheitert. Deswegen System jetzt mit dem Kill gegen Niflack. Soll das Cannibal Rings rausziehen, damit bleibt es zumindest, was die Operator-Anzahl angeht, auf beiden Seiten in etwa gleich. Dennoch ist der Breach gelungen und damit die CC-Wall auf. Und das ist, wie eben schon erzählt, sehr viel Druck. Vor allem für hier Owner, der als Jäger auf dem Catwalk spielt in Garage und das nächste Ziel darstellt, was man sich versucht hier rauszunehmen. Mistrality versucht auch hier über das Fenster so ein kleines bisschen irgendeinen Angle zu finden. Muss eigentlich eher passiv halten, als aktiv was zu machen, weil seine Teammates müssen halt über Garage, über die Tür oder über halt unten, über die Breaches irgendwas machen, um den da rauszuholen. Eine Minute 10 jetzt gleich noch zu spielen. Ein bisschen Zeit hat man also noch bei Foreign 5. Die Frage ist, will man hier über die Garage reingehen? Und wenn ja, muss man sich da den guten Owner oben vorher rausziehen. Und Soldas ist hier unten natürlich auch noch unterwegs. Also so einfach wird das nicht. Die Füße liegt jetzt erstmal draußen. Das ist natürlich eher ungünstig. Und so wahnsinnig viel Zeit hat man an der Stelle tatsächlich auch nicht mehr. 50 Sekunden. Ja, da muss man jetzt hier höllisch aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Aber kriegt hier immerhin den Kill auf... okay, die haben getradet. Alles klar. Mistrality kriegt jetzt Lamar. 2 versus 2 steht's. Boah, schöner Headshot, der geht hier einfach mal kurz durch. Erwischt da den guten Owner auch noch und Waxy ist damit jetzt alleine. Die Frage ist, was macht man? Die Füße liegt nämlich immer noch draußen. Die muss man jetzt möglichst schnell wiederholen. Das ist dann natürlich aber dann für Waxy die Gelegenheit, hier möglicherweise sogar noch einen Kill zu ziehen. Hat jetzt den Diffuser aber wieder und man weiß, wo Waxy ist. Also eigentlich müsste man bei Foreign 5 das jetzt irgendwie durchkriegen. Blendet jetzt hier an der Stelle. Ah, da ist er natürlich Detected Waxy gut. Das macht jetzt dann tatsächlich für ihn wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel aus. Schöner Engel, aber kann den Kill leider nicht setzen. Das wäre vielleicht nochmal gut gewesen. Ja, und jetzt wartet man natürlich. Einer in der Garage, einer draußen. Da wird es Waxy jetzt echt schwer haben, da noch irgendwas groß machen zu können. Ja, was macht er links, rechts? Aber selbst wenn, wird sich da nicht groß blicken lassen an der Stelle. Und sobald er hier gleich auf den Diffuser drauf geht, wird es das gewesen sein. System kriegt die Waxy nochmal. Und Foreign 5 machen 3-4. Auch hier die erste Attack schon mal gewonnen. Also auch für Foreign 5
sieht es hier schon mal gar nicht schlecht aus. Zumindest in dieser ersten Runde in Eltek. Ja, solide runtergespielt. Definitiv. Aber mit ein bisschen Glück auch in der einen oder anderen Situation. Also zum Beispiel die Valkyrie Camps Outside sind ihnen nicht zum Verhängnis geworden, aber die Valkyrie hatte halt Informationen darüber, dass jemand gleich Garage pickt. Und wenn Xscape da nicht so ein wahnsinniges Brett reingedrückt hätte und gefallen wäre, dann wäre die Runde ein bisschen anders verlaufen, weil dann hast du eine Valkyrie unten drunter mit einem C4. Und zum Beispiel, ja, dann muss man sich da wieder drum kümmern. Also sie haben es definitiv sehr gut gemacht, 4&5. Keine Frage. Aber es ist auch hier und da ein bisschen ganz kleines Tröpfchen Glück mit dabei gewesen. Halt zum Beispiel bei diesem Trade. Oder halt, dass am Ende, dass die Situation dann doch noch für Plant gereicht hat. Weil auf dem Plant hätte halt Demi Lucy auch noch was machen können, dass sie ja irgendwie da reinrennt und eventuell das 1 gegen 1 dann noch gewinnt. Nichtsdestotrotz gute Post-Plant-Situation. Köpfchen nicht gezeigt draußen beim Repel, sondern eben schön unten geblieben und im Garage das Ganze machen lassen, weil man halt den besseren Angle hat. Also dann trotzdem sehr, sehr gut runtergespielt. Und eine verdiente Runde für 4&5. Und E-Wave muss jetzt gucken, wie sie da adaptieren und was sie besser machen. Und zumindest haben sie sich schon mal dafür entschieden, keine Valkyrie mehr mitzunehmen, sondern ich glaube, es war stattdessen. War das ein Sixpack auf dem. Nee, auf den Vamai. Genau, der Vamai soll es jetzt retten, quasi die nächste Runde. Bin ich mal gespannt, ob er ihnen da so viel zusätzlich bringt, weil ich habe jetzt, also wir haben keine Kills gesehen, die mit Granaten oder so rausgekommen sind, aber nichtsdestotrotz ist Vamai natürlich eine Hilfe und vor allem unten drunter, wir haben gesehen, hast du ja gerade einen seiner Discs an die Adam Door geschmissen hat, das heißt, von unten zusätzlich aufmachen ist jetzt nicht direkt möglich und Zeudos spielt auch da unten, also es scheint so, als hätte E-Wave das Gefühl, dass eben dieses von unten anspielen auf den Bandits ein kleines bisschen das Problem war. Die Wand war sehr früh auf. Das hat E-Wave sehr gut, hat 4&5 sehr gut gemacht. Und das versuchen sie jetzt mit einem Vamai zu verhindern. Mal sehen, ob das so für sie funktioniert. Wir werden es abwarten. Garage macht man unten auf jeden Fall schon mal auf. Das ist schon mal der erste Schritt. Aber Rings ist der erste, der einen Kill zieht auf Waxy. Das war irgendwo draußen. Ich weiß gar nicht, hat er irgendwo ein Window rausgeguckt oder sowas? Ah, nee, in Stripclub drin. Okay. Alles klar. So viel zu dem Thema. Aber damit auf jeden Fall die Melusi schon mal raus. Das ist schon mal ein erster Schritt für 4&5 zumindest in die Richtung. Jetzt geht's hier an den Breach. Das ist die Frage, wie es hier mit dem Bandit-Tricking aussieht. Man macht tatsächlich gar keine großen Anstalten. Insbesondere, wenn es ein Ace ist, der beide Seiten gleichzeitig macht, dann ist es halt auch einfach nicht drin, da mit einem Bandit beide Seiten zu kriegen. Dann kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen. Also an der Stelle sich dazu entschieden, man rotiert einfach direkt zurück. Also von daher, so weit, so gut. Aber es ist ja mittlerweile sowieso, wie ich finde, auf CC ist die Frage nicht, wann, nicht ob der Breach aufgeht, sondern wann er aufgeht. Das ist immer so der springende Punkt in den meisten Fällen. Das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil, ja, also, das ist wahr. Wenn der Breach halt nach 20 Sekunden aufgeht, dann hast du als Verteidiger echt ein Problem. Das heißt, dieses, natürlich kann ein Bandit es nicht für immer zuhalten und natürlich kann man auch nicht, also, man kann dabei auch einfach sterben als Bandit. Das ist nun mal einfach so, boah, schönes Brett hier von Mistrality gegen System. Nichtsdestotrotz versuchst du natürlich so lange zuzuhalten. Den zweiten kriegt er nicht. Skarix mit dem Kill gegen Owner. Mistrality mit dem Kill gegen Lamar und Zeudos gegen Skarix. Und Skarix kann dann aber wieder auf Zeudos. Und damit ist Niffler ganz alleine auf den E-Stairs. Und muss sich jetzt überlegen, wie er damit umgeht. Versucht auf Garage Stairs Rings zu peaken, der aber definitiv dominanter mit dem Headshot antwortet. Und damit die Runde vorbei. Ja, dann ist es mal kurz eskaliert, so nach dem Motto. Nachdem man da die Garage den guten Owner gezogen hat, hat man dann gesagt, ja, dann machen wir jetzt die restlichen Kollegen da auch noch schnell und frühstücken die mal eben ab, so nach dem Motto. Das ging auf jeden Fall jetzt dann ganz fix. Und damit jetzt natürlich 4&5, zwei E-Tags gewonnen, Runden 7 und 8, beides mal der gleiche Spot. Runde 7 war noch so ein bisschen, ja, und jetzt hat man halt einfach killtechnisch einfach alles weggezogen, was einem vors Gewehr kam, sozusagen. Und damit ist man jetzt bei 3-5 in einer sehr, sehr guten Position bei 4&5, vor allem auch score-technisch. Denn nächste Runde wäre dann schon der Matchpoint, wenn man sich den jetzt hier holen kann. Das wäre natürlich für E-Wave, ja, bitter, muss man schon fast sagen. Denn eigentlich, gerade in der ersten Hälfte, haben sie echt gut gespielt. Also drei Runden in der Attack gewonnen, muss man ja auch E-Wave durchaus anrechnen. Ja. Bei einem 2-4 Standard, aber die letzten, die, also die zwei Defenses auf CCTV, die waren nicht. Das ist noch kein Problem.
Aber man darf natürlich jetzt auf keinen Fall Foreign 5 in den Matchplan gehen lassen. Das wäre fatal, glaube ich. Vor allem, weil das so viel Druck auf dich als Team ausübt in dem Moment. Also, wie wir schon eben darüber gesprochen haben, Fehler passieren und dürfen auch gerne mal passieren, solange sie halt so schnell wie möglich ausgebügelt werden. Am besten natürlich noch in der Runde, in der sie passieren und nicht erst in der Runde danach, weil sonst hast du nämlich meistens irgendwie eine Runde verloren. Nichtsdestotrotz, wenn du im Matchpoint bist, darf dir nichts mehr passieren und das spielt nicht nur, also spielt einfach auch mit deinem Kopf. Und die Psyche bzw. die mentale Stärke ist in diesem Game generell in Sport, egal ob es jetzt physischer Sport oder E-Sport ist, es ist wahnsinnig wichtig, einfach mit dem Kopf dabei zu sein. Und ja, guck genau im richtigen Moment weg. Schade. Ihr habt es aber beim Timing heute. Ja, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, das wäre so zu viel Druck für E-Wave und das sollten sie definitiv verhindern, aber die Möglichkeit haben sie auch noch. So ein Spawn-Peak wäre ein Befreiungsschlag gewesen, aber das hat dann leider nicht funktioniert. Timing, sagt man ja auch mal ganz gerne, ist da nun mal einfach auf der Seite von Foreign 5 gewesen, beziehungsweise Shift W hat hier gerade die Ashe gerettet. Ja, also es ist dann wieder. Das guckt man sich nachher im VOD an und denkt sich dann auch, ja, guten Tag. So, guten Tag sagt auch Miss Trinity, der findet nämlich den guten Waxy an der Stelle. Auch das, okay, hier auf den Blues, der ist passiert. Wahrscheinlich einmal von draußen reingeguckt, vermute ich mal. Ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich für eSports, wo wir gerade von Fehlern gesprochen haben, hier wieder den ersten Kill gegen sich zu haben. Ist natürlich nicht gut. 3-5 ist der Spielstand, 4-5 die Situation gerade im Moment. Ich weiß nicht, warum er sein Schild da nochmal mitnimmt. Will das vielleicht nochmal anders positionieren, weil er denkt, da kommt keiner mehr. Ich bin da gerade so ein bisschen am Rätseln, was da so der Sinn sein sollte. Ansonsten ist von 5 hier oben im Erdgeschoss jetzt natürlich ganz ordentlich am Werkeln. Macht natürlich dann mit dem Sledge jetzt vor allem einiges auf. Wird sicherlich gleich um das Hatch sich auch noch kümmern. Seiders versucht es dann auch irgendwie gerade für den Augenblick zu verteidigen. Man geht, glaube ich, dann gleich auch die Mainstairs runter, nehme ich mal fast an. Früher oder später. Also jetzt geht's halt Vollgas für Fallen 5, so sieht es gerade aus. Die Frage ist, kommt man mit der Vollgas-Taktik durch? Das ist der große Knackpunkt an der Geschichte. So, das geht erstmal nicht auf. Da ist nämlich noch ein gewisser Mute am Start. Gute Lamar hat da seine Gemma noch hinterplatziert. Also das nimmt jetzt noch mal ein paar Sekunden mindestens mal noch von der Uhr. Und wahnsinnig viel Zeit hat Foreign 5 nicht mehr, aber bei 50 Sekunden sind sie in einer guten Position. Ja, definitiv. Tetra-Granaten kommen raus und damit die Mute-Jammer erstmal disabled und erlauben es den Selmers, ihre Arbeit zu tun. Church Wall unten ist jetzt auf und damit kann man jetzt spielen. Rings hat hier eine sehr gute Position. Blue ist nämlich etwas, das kann gefährlich werden, haben wir heute auch schon erlebt. Wenn noch Spieler in Blue stehen, wenn du auf Church versuchen willst, was zu machen, dann müssen die zumindest beschäftigt sein. Und Mistrality und Rings tun das sehr schön koordiniert. Erst Kill für Rings an Owner. Lamar kann Escape rausziehen. System mit dem Kill gegen Lamar und Niflag und Zeudos reduzieren dann nochmal Foreign 5 ein kleines bisschen. Und jetzt haben wir eine 2-2-Situation. Ash open in Kitchen, Niflag in Dirt. Zeudos in Blue und System for Church. Der mit den Smoke-Granaten versucht zu arbeiten, geht auf Plant. Die Ashe ist genau richtig da, um den Plant zu covern, verliert aber den Gunfight gegen Niflag. Smoke-Granaten kommen raus und da kann System gar nichts mehr machen. Steht in der Smoke, wird von zwei Seiten gepiekt und fällt. Damit eine weitere Runde oder eine Runde für E-Wave. Die erste Runde nach dem Rose Drop tatsächlich. Ganz, ganz wichtig. Es war echt nochmal knapp, denn Foreign 5 hat das echt gut gespielt. Ich glaube, der große Knackpunkt war, dass man da einfach Blue komplett verloren hat. Bei Foreign 5 und dann war vorbei, weil dann ist man 2 versus 2 und dann versucht man irgendwie den Plant durchzukriegen, wenn Smokes und so weiter noch im Spiel sind, denn es war effektiv keine Zeit mehr. Ja, nachdem hatte Zoldas dann zum Schluss tatsächlich auch keine große Chance mehr, nachdem sein Cover da aus dem Hallway gefallen ist, hat sich da sehr schön aus Arsenal einfach durch den kleinen Breach rausgesneakt bei E-Wave, ja, und dann war die Runde auch schon vorbei. Also schön gemacht von E-Wave zum Schluss, gut gehalten. Aber die Attack war auch nicht von schlechten Eltern. Aber gucken wir mal. 4-5. Da wird es jetzt wieder spannend. Nach wie vor steht natürlich für Foreign 5 die Gelegenheit zum Matchpoint hier im Raum. Wenn sie jetzt die Attack auf Jim mitnehmen. Den Spot haben wir noch nicht gesehen von EBF. Andererseits gleicht jetzt EBF wieder aus. Dann wird das Match wieder völlig offen, glaube ich. Ja, wenn Foreign 5 jetzt hier die Runde holt auf der vermeintlichen Offside und E-Wave scheint sich dazu zu entschließen, eben Jim als drittes zu spielen und damit halt gehe ich mal davon aus, dass es ihre schwächste Side ist, ansonsten würden sie ja früher spielen. Das ist natürlich für Foreign 5 Matchpoint und das wird dann schwierig.
nochmal zu drehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass E-Wave hier nicht noch lange nicht weg ist. E-Wave ist hier noch stark im Spiel. Schwer zu predikten, das Match, finde ich gerade. Also das kann jetzt in den nächsten 2-3 Runden halt so oder so rum ausgehen. Genau. Also je nachdem, wer wie die Kills auch setzt, glaube ich. Genau. Also es ist... Ich versuche hier reinzureden, das tut mir wahnsinnig leid. Alles gut, Mistrality kommt auch noch dazwischen. Ja, genau. Nämlich den guten Owner gerade. Das ist ein Problem für E-Wave, was sie aber noch nicht gelöst kriegen. Die ganze Zeit, die letzten paar Runden, verlieren sie immer den ersten Mann. Und das eröffnet vor allem natürlich auch Möglichkeiten im Angriff, die halt einfach zum Schluss, die sie jetzt gerade in der letzten Runde noch retten konnten. Aber die Frage ist, wie lange geht das gut? So, Niflack gleicht erstmal wieder aus, kriegt die Rings, 4-4. Damit sind wir zumindest mal wieder auf einem gleichen Level, was die Manpower angeht. Trotzdem, meine Aussage von vorhin bleibt trotzdem da. Also das Problem geht ja nicht weg. Also außer vielleicht in der nächsten Runde. Nee, definitiv nicht. Und wenn du so früh als Verteidiger jemanden verlierst, dann fehlt dir einfach ein Angle. Du kannst natürlich dann irgendwie Camps halten, aber das ist nicht ganz so effektiv, wie halt irgendwo zu sein und zu rotieren und irgendwie wirklich tatsächlich Impact zu haben als lebender Spieler. Also du kannst nur Informationen weitergeben, mit denen dann der Rest irgendwie arbeiten muss. Und das ist nicht immer optimal. Jetzt hier aber, wir sehen gerade hier am Rand, in Dirt Tunnel ist der Castle unterwegs und er könnte eventuell Skarix oder System bekommen. Skarix ist aber, weiß Bescheid und prefiert dann einfach mal die Dirt Wall und dann zieht Niflack sich auch ganz beleidigt wieder zurück, aber auch zu Recht, weil das ist ein ganz schön frecher Versuch gewesen. Und Foreign 5 befindet sich jetzt komplett vor Jacuzzi und muss jetzt natürlich irgendwie auch darüber arbeiten. Also eine Rotation in eine andere Richtung wäre jetzt vielleicht noch ganz hilfreich, um irgendwas zu machen. Escape und Mistrality sind auch inzwischen schon auf dem Dach, weil sie merken, dass sie hier so ein kleines bisschen vorne Wand laufen und da nicht alle zusammen was tun können, sondern man muss jetzt halt koordiniert von verschiedenen Seiten aus angreifen. So, Skarix macht jetzt die Castle Wall Richtung Jim auf. Das soll auch ihnen halt ermöglichen, da überhaupt reinzukommen und den Koffer dahin zu legen. Aber Zeudos ist im Badezimmer noch sehr gefährlich. Der kann immer mal wieder rauspieken und zwar genau im falschen Moment, nämlich wenn man versucht, dann eben in Jim zu kommen. Also man muss halt Zeudos da aus dem Badezimmer irgendwie rauskriegen oder halt zusammen, wenn man über Jacuzzi reinspringt, irgendwo anders noch was machen, damit der abgelenkt ist. Und das scheint gerade so ein bisschen für Foreign 5 das Problem zu sein, herauszufinden, wie sie halt von vielen Seiten da was machen können. Die Zeit spielt gegen sie. 30 Sekunden noch zu spielen. Mistrality befindet sich in Garage, also versucht diese Flanks so ein bisschen anzusetzen. Aber so viel scheint gerade nicht irgendwie zu passieren. Also man ist sich ein bisschen unsicher. Lamar in Master weiß, dass da irgendwas auf ihn zukommt von Construction oder vermutet es zumindest, weil das ist das, was jetzt nämlich passieren muss. Diffuser down, weil eben soll das Escape rausnimmt, wird dann aber gerefragt von System, der mit dem Koffer jetzt onside ist. Diese Position ist bekannt, er muss rotieren durch die Rotation, kriegt den Kill und ist jetzt aber leider nicht in der Lage, alle auf einmal zu ziehen. Plantet leider in den letzten Sekunden, bricht den Plant auch ab, weil das kann er nicht mehr gewinnen, tut ein bisschen was für die Statistik und damit eine Runde für ihn. Chaotisch. Bisschen, ja, chaotisch trifft es echt gut da zum Schluss. Netter Versuch von System, aber ja, alleine hat er dann halt da auch zum Schluss wieder nicht viel zu melden, wie denn auch. Also dann, wenn der Timer auf Null ist, dann was willst du machen? Kannst du entweder den Plan abbrechen, dann ist halt die Zeit aus oder wirst halt gezogen, eins von beidem. Macht dann an der Stelle fürs Ergebnis keinen Unterschied mehr. Für E-Wave ganz, ganz wichtige Runde jetzt, denn jetzt sind wir wieder genau bei dem Spielstand, was ich gerade meinte. Jetzt sind wir bei 5-5. Von einem 3-5 nochmal. Nachdem er die ersten zwei Defenses nicht gewinnen konnte, jetzt aber dann auf jeden Fall auch wieder drin. Das Ding ist, nur jetzt geht's halt wieder auf CCTV Cash und das sind genau halt die zwei Runden, die wir vorhin in Runden 7 und 8 gesehen haben, die EUF halt eben nicht gewinnen konnte. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, ob es jetzt vielleicht in dieser Runde funktioniert. Was auf jeden Fall feststeht, eins der beiden Teams geht jetzt in den Matchfight und dann gucken wir mal, ob wir hier nochmal eine Overtime sehen. Also, ich hätte da wieder nichts gegen. Gerade hier zum Abschluss nochmal. Es ist ein echt knappes Match. Also es ist so ein bisschen, es ist der ein oder andere Fehler auf beiden Seiten, finde ich, dabei. Aber auch die ein oder andere gute Aktion. Also das hält sich im Moment insgesamt auf jeden Fall die Waage bei beiden Teams. Ja, also ich glaube wirklich an eine Overtime. Ich sehe hier kein Team gerade so dominant, dass es halt jetzt irgendwie sagen kann, hey, komm, jetzt noch ein bisschen aufdrehen und wir holen beide Runden irgendwie nach Hause, sondern dann ist es hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wenn Foreign 5 jetzt mit dieser Attack wieder in Führung gehen sollte,
Sie haben dieses halt schon mal gewonnen und das auch recht solide. Dann kann ich mir schon gut auch, also E-Wave darfst du nie abschreiben. Ja, das ist so ein Team, da darfst du nicht sagen, ja, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 Runden nach Gang verloren, die sind jetzt demotiviert oder so. Die kommen halt immer wieder, die spielen ihr Spiel weiter. Deswegen glaube ich, sehen wir hier wahrscheinlich eine Overtime. Aber da müssen wir natürlich erstmal gucken, was jetzt in dieser Runde passiert. E-Wave hat so ein ganz kleines bisschen adaptiert, nämlich ihre Verteidigung etwas weiter ausgebreitet. Unten in Lounge spielt man jetzt sehr heftig mit 2 Leuten. Ich persönlich habe eben nicht gesehen, dass Lounge für E-Wave ein großes Problem war, weil Foreign Five hat das gar nicht so extrem angespielt. Aber natürlich ist die Präsenz dieser beiden Verteidiger da unten in Lounge sehr gefährlich, weil da sind, wir sehen es, überall Löcher auf den Default Plant Spots. Das heißt, einfach Onside laufen und irgendwo einen Koffer hinlegen geht, wird nicht funktionieren, weil man eben das von unten abaimt und von der anderen Seite hat man eben auch Angle Richtung Garage, dass man da noch ein bisschen supporten kann. Also ganz außer Acht lassen darf Foreign Five diese 2 Spieler definitiv nicht. Zoidos in der Zwischenzeit jetzt injured, das war einer von diesen beiden. Niflag aber mit dem Kill gegen Xscape und kann Zoidos dann hier picken. Das war wahrscheinlich von dem, so wie ich es gesehen habe, über Main Door wahrscheinlich. Und ja nehme ich an. Skarix ist der andere Spieler, der jetzt vor seiner Main Door das Shield schon mal weggemacht hat. Das heißt, der Castle kann dann nicht ganz entspannt unten stehen an den E-Stairs, lässt sich davon aber nicht. Oh, das Shield steht noch. Okay, ist nicht weggegangen. Das ist natürlich ungünstig, weil das ist. Schöner Versuch. In der Zwischenzeit 2 Kills auf Seiten von 4 und 5. E-Wave ist sehr dezimiert, nur noch mit 2 Spielern gegen 3 Leute von 4 und 5. Und damit ist es nur noch einer. Geht so schnell, da komme ich kaum hinterher. Zoidos auf Cash. Der letzte Spieler spielt noch gegen Rims and System, wovon sich einer auf Catwalk befindet. Beide jetzt auf dem Catwalk. Also man versucht hier so ein bisschen den Plant eventuell noch zu ermöglichen über die Garage. Zoidos hat auch noch höchstens 20 HP, also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation hier für ihn. Er hält den Angle auf Jim, das ist eine gute Sache, also irgendein Angle. Und da jetzt noch einen Kill ziehen, wäre sehr, sehr stark von seiner Seite. Und sie ermöglichen es ihm auch so, weil sie sagen, hey, rotier doch nochmal rüber. Allerdings ist hier Rings mit einem sehr starken Frag dabei. Und Zoidos kann dieses 2v1 nicht gewinnen, leider. Ja, da ist halt wieder. Es passiert eine ganze Weile gar nichts, aber diesmal war irgendwie. Wenn, dann halt alles auf einmal, so nach dem Motto. Ja. Gerade, aber diesmal schöne Geschichte und in Lounge, das hat mir echt gut gefallen von E-Wave, muss man sagen. Aber irgendwie hat es dann zum Schluss doch nicht gereicht, weil es dann doch da rausgenommen worden. Das ist schade. Weil die Position fand ich echt auch gar nicht schlecht. Also du hast es ja schön gesagt, da kann man vertikal wunderbar arbeiten. Ja. Nach unten, von unten halt den Spot kontrollieren, auch den Breach natürlich von unten ein bisschen mit abaimen. Also die Möglichkeiten sind da echt gut. Das Problem ist halt, von der Main Door und eventuell aus Stockholm ist man natürlich noch ein bisschen offen, aber mit dem Schild war das eigentlich gut gemacht von E-Wave, aber es hat irgendwie dann zum Schluss doch nicht funktioniert, was ein bisschen schade ist. Aber so ist es halt. Mal gewinnt man, mal verliert man. In dem Fall geht die Runde an 4 und 5. Und ja, CCTV und Cash soll einfach nicht sein für E-Wave, habe ich das Gefühl heute. Dreimal gespielt, dreimal verloren. Problem, jetzt ist halt der Matchpoint da für 4 und 5, aber gute Nachrichten für E-Wave. Eine Runde gewinnen, dann ist man hier in der Overtime und dann ist das ganze Spielchen auch noch weiterhin völlig offen. Aber 4&5 hat halt jetzt trotzdem die Gelegenheit, wenn sie die Runde gewinnen, dann ist Feierabend. Ja, und das ist genauso wie auf der einen Seite natürlich ein Matchpoint so ein bisschen Druck aufbaut. Es ist auf der anderen Seite natürlich immer so ein Motivationsschub, dass man sagt, hey komm, das Ding noch und wir sind heute hier Gewinner des 28. King of the Hill. Und da hat natürlich 4&5 sehr viel Bock drauf. Vor allem ist das auch ein sowieso grundsätzlich sehr interessantes Matchup, weil wir befinden uns hier mit einfach, also natürlich im Ascension League, also es ist nicht Ascension League, aber beide Teams spielen ja auch da. Das heißt, man kann sich hier so ein bisschen Respekt verdienen auf beiden Seiten natürlich für kommende Matchups. Und das ist eine Sache, das wollen natürlich auch beide sehr, sehr gern tun. Ja, auch noch so ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen die Lage, Lage suchen, Lage abchecken, wie der Gegner so drauf ist und so weiter, ohne direkt in der Center League direkt aufeinander zu treffen. Ja, absolut, absolut richtig. So, gucken wir mal, ob 4&5 hier den Sack zumachen kann oder ob wir hier noch ein paar extra Runden drehen und noch in die Overtime gehen. Jetzt erstmal wieder runter in den Keller, das hat man bei E-Wave gewonnen. Wir haben es einmal gesehen in Runde Nummer 9. Und man
Ist da relativ entspannt tatsächlich. Ich glaube, mit 5 Mann auch unten, wenn ich das richtig sehe. Also da ist kein Roamer unterwegs, sondern diesmal haben sie gesagt, ja, wir warten das mal ab. Wir gucken, spielen das mal alles unten, was man durchaus machen kann, auf CC, auf CCTV, sag ich schon. Auf Church and Arsenal. Das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches hier unten auf dem Spot. Aber dann muss es halt unten auch sitzen, wenn es dann hingeht. Oh, das war knapp für Rings. Ich weiß nicht, war das ein C4? Ja, das waren C4. Ich habe Dass er das überlebt hat. auch immer mega Sledge-Trauma. Immer wenn ich mit Sledge irgendwie den Boden aufmache, fliegt mir direkt ein C4 entgegen. Und das ist halt. Also ich kann es nicht mehr. Ich wollte mal wirklich vertikal viel üben, aber ich kann es nicht mehr. Immer den Hammer auf den Boden und direkt C4 fressen. Rings hat sie glücklicherweise überlebt. Gerade so, muss man dazu sagen. Ja. So, schön die Mute mal hier wieder platziert, aber da ist. Oh, was für ein C4-Wurf. Erwischt System, aber on point. Wollte eigentlich gerade sagen, schön aufgemacht, mit dem Thatcher gearbeitet, mit dem Ace gearbeitet. Gut, Ace ist natürlich jetzt raus, aber der hat seine Arbeit wenigstens getan. Das ist der Vorteil. Das nächste C4 fliegt. Waxy. Das wird jetzt interessant. 5 versus 4. E-Wave. Waxy kriegt Rings. Es sieht eher nach Overtime aus gerade. Mistrality Escape und Scarex noch am Leben. Böse Engel, was für ein Klick von Mistrality. Schönes Ding. Scarex kriegt Säulers. Machen hier nochmal einen Ausgleich drin. Und das war schon wieder richtig knapp für Escape hier. Waxy kriegt da links Mistrality. Scarex kriegt Waxy. Escape kriegt Niflack. 1 versus 2. Man dreht das hier doch nochmal rum. 1 versus 1. Lama packt nochmal die Shotgun aus. Kriegt hier Scarex raus. Feierabend oder Overtime? Das ist hier die Frage. Escape gegen Lamar. Lamar bringt hier noch die Overtime mit auf das Tableau. Boah, aber was für eine Runde. Vor allem ist Foreign Five dann nochmal richtig zurückgekommen, wo du schon gerade sagtest. Es sieht so ein bisschen Hallo. nach Aber Overtime hallo. aus und dann sind die Rotationen sehr gut. Man kann irgendwie da richtig gute Kills ziehen. Der Flick auf den Jäger da sehr stark gespielt von Mistrality. Das ist nämlich immer so frech, wenn man hat ja immer diese typischen Angle, die man abaimt, weil man weiß, okay, da ist ein Köpfchen vielleicht, oder das ist ungefähr Kopfhöhe, das ist Crouch-Level. Also man versucht ja da irgendwie rauszufinden. Aber wenn man sich dann so ein bisschen hochstellt auf irgendwelche Kisten, Tische und so weiter und dann nochmal halt einfach höher steht wie sonst, dann ist es eigentlich immer sehr schwierig, da nochmal hochzuflicken, weil es gerade eben auch nicht horizontales Flicken ist, sondern nicht vertikal, sondern nee, nicht horizontal, sondern vertikal. Und das ist halt einfach super schwer, aber trotzdem bekommt er das gut hin. Schade, dass es dann nicht ganz gereicht hat, aber für uns natürlich umso besser, weil 6-6 Overtime und wir sehen hier noch 2 Runden in einem super, super spannenden Spiel, was wir auch dieses Matchup werden wir auch in ein paar Wochen nochmal sehen. Also ich glaube, Foreign Five und E-Wave werden definitiv in den nächsten Wochen nochmal in der Ascension League 2 aufeinandertreffen. Das ist Division A. Also wenn ihr jetzt gerade Bock habt, die irgendwie nochmal gegeneinander spielen zu sehen, weil es so spannend ist, habt ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann nochmal die Möglichkeit zu. Ja, und die Ascension League 2 solltet ihr auf jeden Fall auch nicht verpassen. Ich gucke auch immer wieder sehr, sehr gerne rein, wenn ihr unterwegs seid und castet. Nicht nur das, das sind doch da einfach sind super schon, da starke. sind Matches bei. Und Da müssen sich die Teams definitiv auch vor den Teams in der ersten Liga nicht verstecken. genau, ich habe das dem Tore auch letztens gesagt, als wir da zusammen, als ich mal einen Ausflug machen durfte in die Ascension League 1 und da mal mit ihm gecastet habe. Das ist gut. da hab ich ihm gesagt: Hey, macht euch wirklich, macht die Augen auf. Also vor allem an die Teams in der Ascension League 1. Was da unten nachkommt, ist wirklich, wirklich strong. Und da darf man sich echt auf was, auf Konkurrenz gefasst machen. Also ich sehe da echt Teams, die wirklich Konkurrenz für die darstellen, die sich in der AL1 befinden. Also da dürfen wir sehr gespannt sein, was die nächsten Wochen und Monate da zu uns bringen. Ja, ich bin es auf jeden Fall, weil ich sehe das immer sehr, sehr gerne. So, Overtime soll es sein. Rings eröffnet mit dem ersten Kill in der Overtime und zwar auf den guten Owner. Übrigens, E-Wave in der Defense, Foreign Five in der Attack. Dann drehen wir die Seiten gleich nochmal rum und wenn es dann 7-7 steht, drehen wir die Seiten nochmal rum. Also hat E-Wave potenziell 2 Defenses, was vielleicht ein kleiner Vorteil ist. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist in diesem Match, glaube ich, echt schwer einzuschätzen. Denn beide Teams haben sowohl 3 Attacks als auch 3 Defenses gewonnen. Also von daher relativ ausgeglichen, was das angeht. So, Gym Battle. Man ist jetzt gerade so ein bisschen dabei, hier Richtung Cash aufzuspielen. Schöner Kill von Niflack. Kriegt hier den guten Wings ab. Oh, da ist noch ein zweiter. Kriegt aber keinen Schuss auf X-Gelb drauf. Scarex ist auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob er. Okay, der steht da hinter der Wand. Das ist manchmal wieder. Da trügt mich dann die Umrandung manchmal von den Spielern so ein bisschen. Aber man hält das, muss ich sagen, bei EVE aktuell noch ganz gut.
Sehr schön, mit der Jana reinzugehen, um hier auf jeden Fall sich noch ein bisschen Info mitzuholen. Man darf hier aber auf jeden Fall nicht zu viel Zeit verplempern bei 4&5. Also früher oder später muss man entweder da rein oder sich überlegen, was man ausmachen kann. Jetzt aber, was für ein Ding. Einfach die Frag-Granate rein und dann durchs Thronlach von Xscape. Wunderschön gemacht. Und da hat man jetzt die Ecke erst einmal clear. Aber mit einer Minute ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Aber man hat, glaube ich, habe ich das gerade richtig gesehen, dass Jacuzzi auch offen ist? So wie ich das mitbekommen habe, ja, aber ich bin mir auch nicht. Also bin mir gerade auch nicht sicher, das ist ganz kurz nur gesehen. Waxy hatte ja aber auf jeden Fall noch eine böse Position. Die Frage ist, hat man den da gedroht? Ja, jetzt spätestens weiß man, dass er da ist. Aber er kriegt trotzdem System, das ist unfassbar. Und da liegt jetzt der Diffuser ganz ungünstig für 4&5. Oh, Waxy, nächsten Kill, Xscape auch noch dran gesetzt. Jetzt wird es langsam eng für 4&5. Also... Jetzt muss man gucken. Okay, da sehen wir es. Es ist offen, aber das hilft halt auch nicht, wenn der Diffuser bei Construction liegt und Waxy nur darauf wartet, seinen dritten Kill zu kriegen. Selbst wenn Waxy hier fällt, das wird echt schwer jetzt für 4&5 reinzukommen. Das ist jetzt der Fall tatsächlich. Mistrality kriegt ihn hier, aber guckt auf die Uhr. 12 Sekunden, 10 Sekunden, man muss jetzt rein. Man muss jetzt hier irgendwie gucken, dass man auf den Plant geht und das wird jetzt echt schwer. Aber wo guckt denn hier Lamar hin? Mistrality kann ihn da einfach ziehen, rennt rein, plantet jetzt, kriegt Zeus das nochmal die Nein. Das ist die Frage, wie gut hält man das jetzt hier? Oh, schön, das Goyo-Schild da zu zerstören, aber der Plant geht noch durch und 4&5 und Skarix, die schaffen das dann tatsächlich doch noch, die Runde zu holen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Dieses Teamplay, also erstmal kleines Good Night an Niflack. Das, also Teamplay war on point, da durchs Drohnenloch abzuaimen auf die Granate und also die Kommunikation da vorher und dann auch die Umsetzung war unglaublich stark und das zeigt eben, warum 4&5 ein Team ist, das hier Attacks mit nach Hause holt, weil da ist Kommunikation eben noch ein ganz kleines bisschen mehr wichtig als in der Defense. Nicht, dass es nicht in beiden auf beiden Seiten sehr wichtig wäre, natürlich optimal zu kommunizieren, aber solche Sachen, wenn die funktionieren, dann erlaubst du dir damit eben Zugang zu gewissen Positionen und kannst halt von da aus weitergehen. Gute Runde trotzdem auch von E-Wave. Waxy hat da sehr stark gespielt mit der Vector, unglaublich starke Waffe, die Situation da sehr gut ausgespielt, trotzdem dann wieder starke Kills auch von Seiten von 4&5 und ein guter Plant, der gut gecovert wurde, auch an der richtigen Stelle geplantet wurde, weil wenn man da einfach irgendwo an der Matratze geplantet hat, dann wäre man halt eben offen gewesen zur Mainstairs oder zu diesem Hallway, der da oben ist oder zu Office. Und zu dem, das heißt, zu dem Goyo-Schild, was da vor allem auch noch stand. Ja, genau, also stark auf jeden Fall, gute Entscheidungen in diesen wenigen Sekunden dann die richtigen Entscheidungen getroffen und das war halt auch so ein bisschen, ja, der Key zu dieser Runde. Und damit ist 4&5 jetzt im Overtime-Matchpoint. Und E-Wave muss sich jetzt was überlegen, weil sie spielen gegen diese eigene Strategie, die 4&5 diesen ganzen Abend schon so dominant runterspielt, nämlich diesen Topfloor-Roam und einen Armory. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem man definitiv sich eine Lösung überlegen muss für E-Wave, weil sonst geht man hier heute im Finale zwar, aber trotzdem irgendwo als Zweitplatzierter nach Hause. Und das ist ja nicht das, was man möchte. Absolut richtig. Oh. Sag mal, die machen das doch absichtlich heute, oder? Auf jeden Fall. Ihr wollt es doch wieder nur ärgern, ich mag das doch. War das wieder eine knappe Geschichte dafür, Mistrality? Also, viel Spaß beim VOD angucken, sage ich da nur. Der wird sich ärgern, das ein oder andere Mal. Es ist unfassbar. Na gut, System. Oben entspannt unterwegs. Rings ist nicht weit weg, also man hat sich da auch covertechnisch gegenseitig hält man sich zumindest für den Augenblick erstmal den Rücken frei. Hätte sind wieder offen, also das gleiche Spiel. Ihr kennt's. Rings kriegt sogar den ersten Kill auf Säul. Bitte was? Wo hat er den denn erwischt? Einfach durch die Wand? Ja, der hatte ein kleines Loch, hatte der, um halt die Soundinformation zu bekommen, dass jemand da reinspringt und hat dann einfach schön auf den Sound geprefired. Ein das starker Opening von Rings. Das ist aber, oh, schönes Drohnen da. Wo hat er denn den? Also ich verstehe manchmal nicht, von wo wer welche Schüsse abkriegt. Das ist mir manchmal echt ein Rätsel. Aber gut. Und ich hatte das Problem beim Selberspielen nicht. Naja, beim Selberspielen habe ich ganz andere Probleme. Da mache ich um solche Sachen keine Gedanken. Hat das aber am Rande. Niflack kriegt System Owner, kriegt Drinks. Also so schnell dreht sich das Blatt dann wieder um. Also... Nicht nur 4&5, auch E-Wave ist durchaus in der Lage, da mal Leute zu treffen und umzulegen.
Damit hat jetzt Ebay einen leichten Vorteil. Allerdings ist man da immer noch sehr weit verteilt. Also Mistrality sitzt da immer noch... Wo siehst du überhaupt? Ah, okay, das ist unten. Jetzt ist man dann doch alle drei unten. Alles klar. Jetzt habe ich als langsamer Caster das dann auch endlich mal begriffen. Aber es ist nicht ganz das, was Foreign Five möchte. Weil, nee. Also natürlich möchte man jetzt unten sein nach einer Minute oder nach zwei Minuten, die gespielt sind, eine Minute noch zu spielen. Also man möchte definitiv jetzt unten sein als Verteidiger, aber ein Kill ist vielleicht ein ganz kleines bisschen zu wenig. Vor allem, also was zu allem zu viel ist, ist, dass man zwei Spieler verliert. Also man darf da einfach nicht so viele Leute verlieren beim Rotieren und das ist halt nun mal passiert. Und damit hat man jetzt ein ganz kleines bisschen Druck. 35 Sekunden sind noch zu spielen. E-Wave hat noch genug Ressourcen, mit denen sie arbeiten können. Owner ist hier unten an den Mains. Der ist wieder durch einen. Oh, nee, nicht durch einen. Diesmal nicht durch einen C4, sondern durch den Contact Nate gefallen. Hat einfach nur noch zu wenig HP, um das dann zu überleben. Aber der zweite Heartbreacher ist direkt zur Stelle und breacht halt jetzt eben Church. Man versucht hier auf Church aufzubauen. Wichtig ist, und das haben wir heute schon oft gelernt, dass man dann Kontrolle über Blue bekommt. Und wir sehen jemanden, der Richtung Blue rotiert, aber es ist nicht mehr viel zu spielen. Lamar mit einem Kill gegen Escape, wechselt mit einem Kill gegen Skerrix. Und damit ist Mistrality der letzte Verteidiger, der hier noch ist. Und er kriegt den Ace nicht, der dann direkt auf Plant geht. Eine Sekunde noch zu spielen, jetzt aber die Zeit vorbei. Mistrality versucht, irgendwas gegen Plant zu machen, kann aber nicht, weil Niflek den Angle hält. Und damit ist es ein 7 zu 7. Wer hätte das gedacht? Ich nämlich. Ja, also das war mir von vornherein klar. Also, dass das hier eine richtig knappe Kiste wird, wusste ich in dem Moment, als wir in den 3-3-Rollswap gegangen sind und ich gesehen habe, wie die Teams hier heute auftischen. Noch gefestigter wurde die Annahme dann einfach nach dem 6-6, weil ich gesehen habe, was beide auf beiden Seiten zu zeigen haben. Und jetzt ist es, jetzt entscheidet es irgendein Patzer, sag ich dir. Das ist einfach nur ein irgendwas, genau wie wir das eben, als er dann hier überdrohnt wurde, als der eine überdrohnt wurde. System wurde ja überdrohnt auf den Easters. So ein Patzer ist das, was jetzt dieses Match entscheidet. Weil vom Wachheitsgrad sind sie alle on point. Ja, ich bin sehr gespannt. Und jetzt kommen wir und ich freue mich, es nach langer Zeit mal wieder sagen zu dürfen, es geht in die alles, absolut alles entscheidende, ultimative Overtime-Matchpoint-Runde, meine lieben Freunde. 7 zu 7. Also, über die volle Distanz heute E-Wave gegen Fallen 5. Wer gewinnt King of the Hill Nummer 28? Das wird sich hier entscheiden in den nächsten 3 Minuten und 30 Sekunden ungefähr. Gegebenenfalls plus Plant Timer. Aber das ist dann halt auch die letzte Runde. Wer hier jetzt diese Runde mitnimmt, der gewinnt dieses Match und der gewinnt diesen King of the Hill. Und so ist es halt manchmal im Spiel, dann entscheidet halt zum Schluss eine einzige Runde. Und ich bin sehr gespannt, ob du recht behalten wirst, was den Patzer angeht. Ja, und ich bin sehr... mir auch jetzt schon leid für den Spieler, der den macht, aber irgendein blöder Fehler muss es sein, weil ansonsten, oder es ist halt wieder so eine absolute Massenschießerei in den letzten 15 Sekunden, weil sich keiner so richtig irgendwo dran traut, weil man halt eben ganz unbedingt gewinnen möchte, aber eins von beiden wird hier definitiv passieren. Und EOF entscheidet sich auch definitiv für die bessere Zeit, nämlich sie gehen nämlich runter und nicht nochmal in CC, was ihnen ja bisher nicht so gut gelungen ist. Ja. Das ist ein guter Call, zu sagen, hey, wir gehen dahin, auch der einzige, den man eigentlich machen sollte, wir gehen dahin, wo es am besten funktioniert hat, weil jetzt zählt es nämlich. Man geht nach unten Richtung Armory und man ist auch wieder mit allen Verteidigern, wenn ich das richtig sehe, mehr oder minder unten. Versucht das Ganze wie die Schildkröte zu turteln und das ist auch in Ordnung, weil das kann man unten in Armory definitiv machen. So, 2 Minuten und 10 Sekunden. Die ersten 50 Sekunden sind schon vergangen. Owner sitzt in Blue. Wird jetzt erstmal gedroht. Soweit, so gut. Die Info hat man bei Fallen 5 jetzt schon mal. Das ist die Frage, ob man das Hedge aufmacht. Aufpassen, nicht den eigenen Team mit der Shotgun erwischen. Das wäre kontraproduktiv. Oder hat tatsächlich Schaden eingesteckt. Ich weiß aber nicht, ob das von der Shotgun war oder von was anderem. Währenddessen ist das Hedge über ihm offen. Mistrality versucht, über die Blue Stairs runterzugehen, ein bisschen Druck aufzubauen. Sehr schön finde ich, dass Niflack als Smoke auch jetzt mal so ein bisschen den Dirt Tunnel mit verteidigt. Also man versucht jetzt einfach Fallen 5 so schwer, wie es irgendwie möglich ist zu machen. Denn, wie gesagt, die Runde zählt, egal wie es nachher ausgeht. So, Niflack nach wie vor im Tunnel, bis jetzt aber ganz entspannt, Fallen 5. Bis jetzt ist ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel passiert. Hat da die Hatches zwar schon aufgemacht, aber gut, müssen wir mal abwarten. Minute 10. Darf auf jeden Fall nicht zu viel Zeit verdrüllen. Und es leben erstaunlicherweise noch alle 10. Gar nicht so untypisch bei einer Verteidigung unten in Armory, wo man halt eben so turtelt, weil man sich
versteckt. Man möchte sich eben nicht zeigen, um nicht zu fallen. Mistrality jetzt eben mit dem Opening gegen Owner. Also endlich ist mal was passiert. Eine Minute jetzt noch zu spielen. Zoidos übernimmt direkt die Position da in Blue. Das ist wichtig, weil Blue darf nicht fallen. Egal, wie sich der Angreifer entscheidet, wo er den Koffer hinlegen möchte. Blue ist hier die Key-Position für die Verteidigung. Und das wissen sie, weil sie verteidigen es inzwischen nur noch mit einer Person. Aber wir waren kurzzeitig mal mit zwei Leuten drin. Vexi kann immer noch rotieren, wenn er möchte. System jetzt mit dem Kill gegen Lamar. Jetzt fällt die Lucy in Blue. Und das ist gefährlich. Wir haben jetzt eine Ashe, die da drin steht, die in jede Richtung abaimen kann. Niflheim ist der letzte Verteidiger von E-Wave, weil Rings jetzt den Rexy noch rausnehmen kann. Und das schlechter kann es hier nicht gehen, weil du sitzt alleine in Dirt Tunnel. Mistrality mit dem letzten Kill gegen Niflheim und damit 4-5 mit einem sehr verdienten Match, was auch hätte anders ausgehen können. Nichtsdestotrotz, jeder, der hier als Sieger rausgeht, hätte es verdient, heute Sieger des King of the Hill Cups zu sein, meiner Meinung nach. Definitiv. E-Wave, die müssen sich hier heute absolut nicht verstecken. Was ein spannendes Match bis in die absolut letzte Runde. Sehr, sehr, sehr schön gespielt, auch von E-Wave. Also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, das Match.